Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Dass wir im letzten Part nicht skillen konnten, das hat schon anscheinend seine Richtigkeit. Ich habe mich versucht nicht zu spoilern, ich habe einfach mal in einem Walkthrough, was es derzeit schon gibt, geguckt und einfach mal geguckt, wo er skillt und es gibt wohl einen Moment, wo das Spiel einen dazu auffordert zu skillen. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Das heißt, wir können es noch nicht. Warum auch immer. Ich mache auf jeden Fall nichts falsch. Das sieht doch schick aus hier. Wow. Hulk Smash! Ein Höllenhund? Die machen keinen Hehl drum. Die heißen tatsächlich einfach Höllenhunde. Was sind das nur für widerliche Kreaturen? Und was ist das für eine Höhle? Ich weiß es nicht. Ich sehe so etwas heute auch zum ersten Mal. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Komm schon, Schwesterherz. Wir sind Kinder vom alten Kapitän Stahlbart. Dem größten Piratenkapitän der Südsee, den es je gegeben hat. Noch zu Lebzeiten hätte Stahlbart bei einem solchen Abenteuer niemals aufgegeben. Irgendetwas geschieht hier. Etwas Bedeutendes. Wir müssen der Sache nachgehen. Sei aber vorsichtig. Da drin sind bestimmt noch mehr. Ich krieg immer mehr das Gefühl, dass ihr spielt vor Risen 2 und vielleicht sogar vor Risen 1, weil Patty scheint mir zu sehr überrascht über solche Dinge. Und jetzt sehe ich wieder dieses Raster über dem Bild. Das Raster ist also doch nicht weg. Obwohl Lord Montiogo mir geholfen hat. Ich muss gleich nochmal gucken. Es stört aber nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im YouTube-Video überhaupt sehen sollt, weil das ist echt minimal zu sehen. Hier beim Live-Spielen quasi. Und diese Stalagniten sind es, glaube ich, von unten. Die sehen irgendwie cool aus. Ich habe gerade überlegt. Aber bin mir gerade auch nicht sicherer. Ach du Scheiße. Was ist das? Ist das ein Stargate oder so? Es ruckelt ein bisschen, es tut mir sehr leid. Das sind zu viele Effekte für meinen PC. Ein Dementor! Und jetzt geht er wieder, der Sauron-Verschnitt. Siehst du, jetzt hast du doch noch dein eigenes Kommando. Nein, rede nicht so einen Unsinn. Ich hol dich hier raus. Es ist zu spät. Nein. Nein. Schönes Spiel. Wir sterben einfach direkt in den ersten 10 Parts. Oh, eine Quest wurde abgebrochen. Verdammt. Ich habe nicht sehr gut gespielt. Leb wohl. Das ist ein seltsamer Moment, wenn der eigene Charakter in einem Spiel so früh stirbt. Aber das kann es ja noch nicht sein. 3 Wochen später übrigens. Was bist du denn für einer? Hallo? Hallo, das ist meine Grabstelle. Ey! Uwambu Katoga Recho Nai! Es ist Bones! Und nach 3 Wochen sind wir noch kein Stück verwest. Ist klar. Wo
Was um alles in der Welt? Langsam, Junge. Du bist noch nicht so weit. Lass dir Zeit. Aber was? Nur Geduld. Bald wirst du alles verstehen. Was ist passiert? Eins nach dem anderen. Es dauert eine Weile, bis du nach deinem Tod wieder einigermaßen zu Verstand kommst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Mein Geist war auch schon einmal im Reich der Schatten gefangen. Er spielt also doch nach Risen 2, weil das hier ist der gute Bones, dessen Geist wir ja gerettet haben mit unserem alten Hauptcharakter. Gut, das hat das zeitliche Dilemma, in dem ich mich befand, jetzt geklärt. Dann weiß ich zumindest Bescheid, wo ich ungefähr zeitlich bin. Du hast doch keine Ahnung. Na schön, dann erzähl mir doch mal, was du in deiner Grube da gemacht hast. Ein kleines Nickerchen gehalten, was? Ich? Und wo sind deine Gefährten? Du bist doch nicht allein hierher gekommen, oder? Patty. Ja, genau. Sie haben dich hier begraben und sind schon längst nicht mehr hier. Ab jetzt pass ich auf dich auf, bevor du noch den Rest von dir verlierst. Was haben die Schatten mit mir gemacht? Sie haben dich getötet und deinen Geist in die Tiefen des Schattenreichs mitgenommen. Der schäbige Rest, der hier vor mir steht, ist fast nur noch eine leere Hülle. Nur eine Frage der Zeit, bis du nur noch ein seelenloser Scherge der Unterwelt bist. Warum gerade ich? Keine Ahnung, aber irgendjemand im Schattenreich hat es auf dich abgesehen. Ich schätze, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich werde zu einem Schergen der Unterwelt? Ja, mein Freund, du wirst zu einem Dämon, zu einem Lakaien des Schattenreichs. Es ist ein lang anhaltender und qualvoller Zustand, der mit deiner Verdammnis endet. Was? Nein, ich bin doch nicht altruistisch. Geht das auch ein bisschen netter? Für Nettigkeiten haben wir keine Zeit. Wenn du nicht völlig dem Wahnsinn verfallen willst, musst du schleunigst deinen Geist wiederbekommen. Du bist sehr geschwächt und hast vieles vergessen. Du brauchst einen mächtigen Zauberer. Am besten gleich zwei. Ist keine leichte Sache, ohne Geist zu leben. Glaub mir. Nur die Hälfte wert. Wir haben gerade Seele plus 1 bekommen und ich habe im Menü schon mal sowas gesehen wie so ein neutral, da stand neutral. Ich glaube, es gibt sowas wie, dass wir dem Geist, also menschlich bleiben können und zum Geist werden oder irgendwie sowas, stelle ich mir vor. Und ich glaube, Seele ist da positiv. Keine Ahnung. Wir werden es noch herausfinden, nehme ich an. Wie kommen wir von hier wieder weg? Ich habe eine kleine Schaluppe dort in der Bucht vor Anker liegen. Es ist kein Schlachtschiff, aber zumindest ist es einigermaßen hochseetauglich. Ich will mich hier noch etwas umsehen. Tu, was du nicht lassen kannst. Doch vergiss nicht, du hast deinen Geist verloren. Wenn du nicht zum Schergen mutieren willst, solltest du schleunigst etwas dagegen unternehmen. Wenn du noch Fragen hast, ich bin an deiner Seite. Na toll. Ah, Charakterwerte steigern. Okay. Dann kriegen wir das jetzt. Du hast genug Ruhm, um ein Attribut zu steigern. Die Änderungen wären beim Verlassen des Menüs wirksam. Okay, dann können wir es ab jetzt machen. Dann war ich gar nicht so weit dem Spiel voraus. Fingerfertigkeit, Härte, Einfluss wollte ich skillen. Ach, jetzt ist das auch alles auf 10 zurück, weil wir gestorben sind. Na toll, natürlich. Und jetzt sind die Attribute auch viel billiger. Okay, jetzt erhöht sich das um 5 immer. Ich mach's mal auf 30. List, das brauche ich eigentlich nicht. Fingerfertigkeit, das brauche ich auf jeden Fall. 25, 30, klingt gut. Was haben wir denn jetzt noch im Inventar? Attributsbeschreibung übernehmen, ja. Ja, cool, okay. Haben wir unser Zeug, wir haben unser Zeug aber noch, okay. Und irgendeine Quest ist weggegangen, die haben wir abgebrochen. Krabbenküste. Welche wurden da abgebrochen? Ich, oh Gott. Ich überlege gerade, wie hießen die? Schatz, irgendwas mit Schatz, Schatzsucher oder so. Die Quest wurde leider abgebrochen. War es vielleicht Tutorial? Die werden, glaube ich, hier gar nicht angezeigt anscheinend. Ich habe irgendeine Quest leider halt abgebrochen, aus Versehen.
Weil ich halt nicht wusste, dass es hier schon weitergeht. Aber naja, ist ein Blind-Let's Play. Das kann mal passieren. Damit müssen wir klarkommen. Crew, wir können was über Bones lesen. Exzentrischer Voodoo-Pirat und brillanter Arzt, er befreite dich aus deinem Grab auf der Krabbenküste. Dein treuester Waffengefährte im Kampf gegen die Schatten. Okay, ich würde jetzt gerne mal bei Ausrüstung gucken, habe ich da noch irgendwas? Ich habe meinen Krabbenstecher. Der ist wenigstens ein Schwert und, naja, nicht besser unbedingt, aber ungefähr gleich gut. Und er hat noch Schwerter plus 5. Gut, dass wir den behalten haben, aber unsere eigentliche Waffe nicht. Irgendwie seltsam. Ansonsten haben wir auch nichts mehr. Na gut, durch deinen Tod hast du jetzt die Möglichkeit, in die Schattenwelt zu sehen. Cool. Oh, durch zusätzliche Fähigkeiten kannst du lernen, bestimmte Objekte in der Schattenwelt zu erkennen. Okay. Das sieht einfach aus wie ein cooler Filter bisher und... ja, mehr auch nicht. Jetzt habe ich doch aber alles auf der Insel hier eigentlich erforscht. Nur halt die eine Quest leider nicht. Ah, die habe ich ja eh nicht mehr. Dann könnten wir eigentlich auch... oh, mein Grab. Kann ich das nicht plündern? Warum haben die mir meine Klamotten eigentlich geklaut? Was für Arschlöcher. Wir plaudern erstmal ein bisschen. Wo ist Patty? Ich sag doch, sie und ihre Jungs sind nicht mehr an der Krabbenküste. Sie fuhr mit ihrem Kahn nach Takarigua. So viel ich gehört habe, will sie dort jemanden finden, der ihr die Schatzkarte der Krabbenküste verkauft hat. Klang nicht so, als würde das eine freundliche Begegnung. Kennst du jemanden auf Takarigua? Der alte Leuchtturmwärter Jack hat dort seinen Turm. Aber wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Okay, Takarigua kennen wir und Jack kennen wir auch. Also, als ich ihn zuletzt gesehen habe, hat er noch gelebt. Wer bist du eigentlich? Ich bin Bones. Wir sind uns vor Jahren schon einmal über den Weg gelaufen. Aber ich glaube kaum, dass du dich in deinem Zustand noch daran erinnern kannst. Ich habe deine körperlichen Überreste mit meinen erbärmlichen Voodoo-Fertigkeiten aus dem Todesschlaf geweckt. Der letzte, bei dem ich so etwas versuchte, hatte nicht so viel Glück. Aber lassen wir das. Ich bin froh, dass es überhaupt geklappt hat und du nun einigermaßen lebendig hier vor mir stehst. So gesehen bin ich der letzte Freund, der dir in dieser trostlosen Gegend noch geblieben ist. Das ist ja sehr beruhigend. Wer hat dich eigentlich geschickt, mich wiederzuerwecken? Ich bin ein Pirat, genau wie du. Naja, zumindest warst du mal einer. Du warst ein Mitglied einer einst sehr mächtigen Piratenvereinigung. Der Rat der Kapitäne auf Antigua. Admiral Alvarez führt diesen Rat schon seit vielen Jahren an. Er war es, der mich auf die Suche nach dir schickte. Alvarez macht sich Sorgen um seinen Schützling. Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Das war nicht schwer. Jeder Halunke der Südsee wusste, dass du den Schatz der Krabbenküste heben willst. Du solltest dem alten Mann besser mal ein wenig unter die Arme greifen. Alvarez hat so seine Schwierigkeiten auf Antigua. Der Fortbestand des Rates der Kapitäne steht auf dem Spiel. Hast du gerade mal einen Moment Zeit? Klar, schieß los. Ich habe geträumt. Fängst du nun auch damit an? Ich habe eine Insel gesehen und Nebel. Und? Und Blauröcke, einen ganzen Haufen davon. Ich bin mir sicher, diese Eingebung hat etwas zu bedeuten. Wir sollten der Sache nachgehen. Also, was sagst du? Wo genau liegt diese Insel denn? Naja, so sicher bin ich mir da nicht. Aber ich habe da so ein Gefühl. Na, immerhin bist du zuversichtlich. Absolut. Wirf einen Blick auf deine Seekarte und immer der Nase nach. Nebelinsel, wir kommen. Mir fällt da gerade etwas ein. Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Folter? Klingt gut. Lenk nicht ab. Was wolltest du von mir? Hast du schon mal von der Insel der Diebe gehört? Ja, da war ich auch schon. Auf der Insel wimmelt es von Gnomen, richtig? Richtig. Und weißt du, was das heißt?
Ja, ich sollte auf mein Gold aufpassen. Genau. Aber das ist es nicht, was ich dir sagen wollte. Anscheinend sind dort vor kurzem auch Kobolde an Land gegangen. Und? Und das bedeutet Ärger. Wenn die Route es zulässt, sollten wir dort mal nach dem Rechten sehen. Schließlich gibt's dort sicher was zu holen. Dann bin ich dabei. Hi, Captain. Ja, das kann sein, dass das jetzt DLCs sind, die ihr gerade hier anspricht, denn bei der First Edition, ich glaube allgemein auch bei fast allen Versionen, waren direkt die ersten drei DLCs dabei. Soweit ich weiß, sind das auch alle, die es für das Spiel geben wird, hat Piranha Bytes durchscheinen lassen. Ich weiß gerade die Namen nicht, habe ich mich nicht so richtig informiert, aber kann gut sein, dass die das sind. Das klang irgendwie danach. Wo finde ich mächtige Zauberer? Es gibt einige starke Zauberer in der Südsee. Viele von ihnen sind die geistigen Führer einer Gemeinschaft. Es täte dir gut, dich einer starken Gemeinschaft anzuschließen. Sie werden dir helfen, deine alte Stärke wiederzuerlangen, nach deinem tödlichen Winterschlaf. Hm. Neue Verbündete, die Quest. Wir haben gerade eine Menge Quests angenommen, habe ich das Gefühl. Ich könnte jetzt einen Druiden gebrauchen. Ich hörte von einem Druiden in Kalador. Ich glaube, sein Name war Eldrick. Er soll dort der geistige Führer der Dämonenjäger sein. Diese dunklen Krieger sind sehr stark und haben ihre ganz eigene Art der schwarzen Magie. Könnte mir gut vorstellen, dass sie auch bei deinem Geistproblem helfen können. Okay, Eldrick ist jetzt Anführer von einer Art Gilde. Okay, cool, cool. Was ist mit der Inquisition? Diese schießwütigen Musketenträger haben schon lange ihre Vormachtstellung hier in der Südsee verloren. Nun, die Zuckerrohrplantage auf Takarigua wird immer noch betrieben, soviel ich weiß. Ziemlich fraglich, ob diese zugeknöpften Blauröcke dir wirklich helfen können, aber wer weiß. Die Eingeborenen sind starke Voodoo-Zauberer. Das ist wahr. Der Stamm, der für dich am interessantesten sein dürfte, befindet sich auf der Insel Kila. Starke Krieger, mächtige Schamanen, ganz großes Voodoo. Ich denke, du wirst dort finden, was du suchst. Wo sind die verbannten Magier? Soviel ich weiß, haben sie sich auf der Donnerinsel Taranis niedergelassen. Sie graben dort zusammen mit den Gnomen die gesamte Insel um, auf der Suche nach kleinen magischen Kristallen. Nur die Magier selbst wissen, wozu das gut sein soll. So, ich denke, jetzt hast du genug Anhaltspunkte, einen mächtigen Zauberer zu finden. Du musst dich nun entscheiden, wen du davon um Hilfe bitten willst. Okay. Also das waren jetzt die Gilden, so oder die, wie nennt man das, die Fraktionen, die uns quasi vorgestellt wurden, soweit ich das verstanden habe. Da weiß ich selber noch gar nicht, wo ich hin will. Ich versuche mal, mir die so weit es geht anzugucken, bevor ich dann eine Entscheidung fälle. Bring uns an Bord deines Kahns. Klar, am besten wir nehmen das Boot. Das geht am schnellsten. Bones hat einen eigenen Kahn. Das ist irgendwie interessant. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter mit Risen 3. Oh, das sieht toll aus. Ja, so beenden wir den Part. Ja, macht's gut, euer Vogel. Tschüss.